für viele ist das wohl aktuell immer noch ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Andere sagen, es ist gar nicht mehr die Frage, ob das passiert, sondern wann das passiert. Und für die Fluggesellschaft selbst ist es wohl nur klug und sinnvoll, sich immer wieder aufs Neue mit allen Optionen auseinanderzusetzen, alles immer neu zu bewerten und dann dementsprechend Entscheidungen zu treffen. Die Frage, ob wir Eurowings dann womöglich schon in naher Zukunft am Frankfurter Flughafen, dem Zuhause der Lufthansa, sehen werden, können wir damit noch immer nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Aber wenn die Verantwortlichen der Lufthansa Group da schon ganz ernsthaft drüber nachdenken, dann können wir das vielleicht auch mal tun. Wir schauen uns mal an, inwiefern die Eurowings am Frankfurter Flughafen auf Kurz-, Mittel- oder Langstrecke funktionieren könnte. Ob die Billigtochter und die große Mutti Lufthansa sich dann gegenseitig auf die Füße treten, oder ist vielleicht die Expansion der Eurowings über den Frankfurter Flughafen schlicht und einfach der nächste logische Schritt, das nächste logische Kapitel? Tja, das schauen wir uns mal zusammen mit ein paar Aussagen vom Eurowings-Chef Thorsten Dirks, die er gerade erst in einem Interview getätigt hat, an. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Gerade erst vor ein paar Tagen wurde in der Rheinischen Post ein höchst interessantes Interview mit dem Eurowings-Chef Thorsten Dirks veröffentlicht. Und weil das so höchst interessant ist, packe ich euch den Link dazu unten mal in die Beschreibung. Das kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Es ist vor allem deswegen höchst interessant, weil man dem Eurowings-Chef hier in diesem Interview an einigen Stellen den nötigen Platz und die Zeit gegeben hat, um mal ganz ausführlich und detailliert darüber zu sprechen und vor allem von seiner Sichtweise frei zu sprechen, was Eurowings im Jahr 2018 gelernt hat, was man im Jahr 2019 besser machen möchte und was man jetzt schon scheinbar spürbar für jeden einzelnen Kunden an der Fluggesellschaft verändert hat. Dabei muss natürlich völlig klar sein, das ist die eine Seite vom Blatt Papier, die man auch auf jeden Fall respektieren muss, aber es gibt noch eine zweite Seite und das sind die Kunden, die sich jetzt zu Wort melden oder schon seit längerer Zeit zu Wort melden, weil sie beispielsweise wütend sind aufgrund ihres Eurowings-Fluges im Sommer 2018 oder vielleicht haben sie gerade erst jetzt vor wenigen Wochen oder vor wenigen Tagen schlechte Erfahrungen mit Eurowings gemacht. Und das, obwohl sich bei der Fluggesellschaft auch schon einiges gebessert haben sollte. Die eine Seite klingt ja also fast schon nach leidenschaftlicher Werbung für den eigenen Laden, während die andere Seite eher aus wütender und teilweise auch sehr, sehr gut nachvollziehbarer Kritik besteht. Und es wird wohl so sein, wie es höchstwahrscheinlich immer der Fall ist, und zwar wird die Wahrheit irgendwo dazwischen in der Mitte liegen. Und deswegen möchte ich auch direkt mal sagen, dass ich mich ganz klar davon distanziere, mich hier auf eine der beiden Seiten zu stellen. Vielmehr möchte ich die für mich und dadurch hoffentlich auch für euch interessanten Aussagen aus dem Interview sowie auch aus der Kritik herausziehen und dann gucken wir uns mal an, was beide Seiten zu sagen haben. Was ihr am Ende des Tages dann für richtig und wichtig haltet und auf welche Seite ihr euch stellen wollt, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden und deswegen lohnt sich, wie gesagt, sehr das Lesen des Interviews und selbstverständlich genauso auch das Lesen der kritischen Kommentare dazu. Das wollte ich nur noch mal vorher gesagt haben. Und dann, wenn wir mal so anfangen, durch das Interview durchzugehen, dann können wir den ersten und auch damit den Hauptbestandteil des Interviews direkt mal beiseite legen. Denn da geht es vor allem darum, was Eurowings im Jahr 2018 vielleicht nicht ganz so gut gemacht hat, beziehungsweise was in der deutschen Luftfahrt generell nicht ganz so gut funktioniert hat und was man im Jahr 2019 zum Thema Stabilität der täglichen Operation besser machen möchte. Haben wir schon tausendmal drüber geredet, zuletzt erst kurz nach Weihnachten. Viel interessanter fand ich da die Aussagen, die der Eurowings-Chef Thorsten Dirks immer mal so nebenbei gemacht hat. Es ging unter anderem darum, dass man alle möglichen Optionen immer mal wieder prüft, unter anderem halt eben auch Eurowings Langstrecke in Frankfurt. Dann hat er ein bisschen über die Eurowings am Flughafen Düsseldorf gesprochen. Dahin ist der Umzug der Eurowings Langstreckenflotte mittlerweile komplett abgeschlossen und Eurowings operiert vom Flughafen Düsseldorf aus mittlerweile mit über 40 Kurz-, Mittel- und Langstreckenflugzeugen. Damit ist Eurowings an diesem Flughafen auch Marktführer und auf gar keinen Fall mehr der Lückenfüller, der hier und da mal so ein bisschen das ersetzt, was jetzt nach der Air Berlin-Pleite fehlt. Eurowings hat an diesem Standort übernommen, baut diesen Standort jetzt immer weiter für sich aus und es geht auf gar keinen Fall mehr darum, ehemalige Air Berlin-Strecken zu kopieren bzw. dort einfach Flugzeuge hinzustellen, wo Air Berlin-Flugzeuge eben nicht mehr fliegen, sondern Eurowings macht da ihr eigenes Ding und versucht das Potenzial des Flughafens so gut wie möglich für sich zu nutzen. Erkennbar ist das unter anderem auch daran, dass Eurowings Langstreckenziele, die eben nicht direkt an der US-Ostküste bzw. in direkter Nähe dazu liegen, sondern eben weiter im Landesinneren oder näher an der US-Westküste, dass die von Düsseldorf aus mittlerweile rausgeflogen sind. Denn wenn man die Flieger nur bis zur Ostküste schickt, dann bringt das laut Thorsten Dirks einen großen Vorteil mit sich. Und zwar kommen die Flugzeuge an einem Tag einmal hin und wieder zurück. Das passt wohl ganz gut und trägt in einem bedeutenden Maße zur effizienten und produktiven Nutzung des jeweiligen Flugzeuges bei. Ebenfalls sehr interessant war die Aussage, dass es in Zukunft auf gar keinen Fall noch eine Option ist, dass das Fliegen in den unteren Buchungsklassen so günstig ist, wie es das zum aktuellen Zeitpunkt ist. Und das ist eine sehr interessante Aussage, über die man erst einmal kurz nachdenken
bedenken muss. Und da sollte man auf jeden Fall auch mal kurz ausblenden, dass das hier der Eurowings-Chef gesagt hat. Das Jahr 2018 hat zwar nicht nur durch einen enormen Preis- oder Konkurrenzkampf dafür gesorgt, dass das Reisen im vergangenen Jahr für tausende Leute echt ein bisschen unangenehm wurde, aber der enorme Kostendruck in der Luftfahrt wird selbstverständlich auch im Jahr 2019 bestehen bleiben, was vielen Fluggesellschaften ja gar keine andere Möglichkeit gibt, als sich mit ihrer Qualität, und damit ist nicht die Servicequalität an Bord zum Beispiel gemeint, sondern vielmehr die Qualität des eigentlichen Fliegens in Form von Zuverlässigkeit und vielleicht auch Service am Flughafen, wenn dann doch mal etwas schief geht oder sowas. Das ist damit gemeint, sich damit an den Rand des Möglichen, an den Rand des Machbaren zu begeben, damit man überhaupt mit dem ganzen Kram noch Geld verdienen kann. Und das sorgt wiederum dafür, dass wenn es dann mal eine kleine Unannehmlichkeit bzw. eine kleine Schwankung im System gibt, dass das direkt mal zu einer mittelschweren Katastrophe für die ganzen Fluggäste ausartet. Wir brauchen jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr Quantität in der Luftfahrt, sondern mehr Qualität. Das hat er so gesagt und das ist eine Aussage, die ist so richtig und schlau, wie sie nur sein kann. Aber da muss ein Umdenken weiter oben in der Nahrungskette stattfinden. In der Politik zum Beispiel und selbstverständlich auch bei jedem Einzelnen, der im Internet oder irgendwo anders seinen Flug bucht. Denn es kann einfach nicht sein, dass wenn ich kurzfristig mal heute Abend zum Beispiel um eine bestimmte Uhrzeit von Hamburg nach München fliegen muss, dass mir dann nur noch Flüge in einem Preisbereich rund um 400 Euro vorgeschlagen werden und ich mich mit diesem Preis zufrieden geben muss, während ich, wenn ich einfach einen Flug für morgen Mittag nach Mallorca eine doppelt so lange Strecke buchen möchte, dass ich dann mit Ryanair dafür 13 Euro bezahle. Das kann einfach nicht sein und das kann auch nicht richtig sein. Und diese Preise sollte man auf gar keinen Fall einfach so als Mensch, das sind doch eh alles nur Log-Angebote, das so wenig zahlt doch eh niemand für seinen Flug, beiseite tun. Weil es gibt Leute, die auf jeden Fall für 20 Euro innerhalb Europas irgendwo hin und auch wieder zurückfliegen können. Das funktioniert. Und versteht mich dabei bitte wirklich nicht falsch. Es ist schön, dass das Fliegen dadurch auch Leuten ermöglicht wird, die vielleicht nicht am Ende des Monats immer mal 10.000 Euro zur Verfügung haben und denken, Mensch, was mache ich denn jetzt mit meinem ganzen Geld? Sondern, dass man auch mal für wenig Geld mit einem Flugzeug von A nach B kommt. Aber das in diesem Maße, das kann doch nicht die Lösung des Ganzen sein. Bei solchen Preisen bleibt definitiv irgendetwas im System auf der Strecke. Und das sollte so nicht sein. Europaweit einheitliche Regeln für Fluggesellschaften, die für jeden Beteiligten in der jeweiligen Fluggesellschaft auch klar verständlich und vor allem zeitgemäß sind, sowas sollte es geben. Das wäre schon mal ganz schön. Also eine Aussage, die man gar nicht so wirklich an den Haaren herbeigezogen hat und über die man wirklich mal nachdenken kann. Meiner Meinung nach eine wirklich gute Aussage. Aber wie gesagt, man muss halt eben auch bedenken, dass das eine Aussage vom Eurowings-Chef ist. Und dann kommt selbstverständlich auch wieder die zweite Seite ins Spiel. Das soll auf keinen Fall wertend sein, aber man sollte sich diese Seite mal angucken und dann wirkt das schnell mal wie eine leere Floskel, mit der man sich so ein bisschen in die Opferrolle flüchtet und von dort aus dann zwar auf andere zeigen kann, aber sich auch selbst so ein bisschen in Schutz nimmt und sagt, wir können es nicht besser machen, weil es die anderen ja auch nicht besser machen und dann würden wir einfach in der ganzen Konkurrenz untergehen. Aber ganz ehrlich, das ist in der aktuellen Lage ja auch sehr gut nachvollziehbar. Tja, da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Das nur mal so als kleiner Ausflug, jetzt aber wieder zur Eurowings in Frankfurt. Ist für viele, glaube ich, immer noch so ein bisschen das Horrorszenario. Genauso wie das mit der Jump in Frankfurt, mit dieser Jump-Geschichte mit dem A340 der Cityline war. Alle denken immer so, oh Gott, wenn die Lufthansa ihre Billigtochter mit zur Heimatbasis bringt, dann frisst die Eurowings langsam Stück für Stück die Lufthansa von Frankfurt weg. Und es mag auch sein, dass das bei der Kurz- und Mittelstrecke der Eurowings tatsächlich auch Sinn ergeben würde. Heißt, dass wenn man anderen Billigfluggesellschaften am Frankfurter Flughafen die Möglichkeit geben würde, ganz klares Lufthansa-Territorium, innerdeutsche Flüge, zum Beispiel eine Hamburg-Frankfurt-Verbindung, wenn da jetzt auf einmal Ryanair fliegen würde, dann würde es für die Lufthansa bestimmt nötig sein, einfach da eine günstige Alternative zu schaffen. Heißt, wieder einen günstigen Anbieter auf dieser Strecke zu haben und das wäre dann auf jeden Fall die Eurowings. Und dann ist es sinnvoll, die Eurowings Kurz- und Mittelstrecke auch an den Frankfurter Flughafen zu bringen. Ansonsten sehe ich da nicht so wahnsinnig viel Potenzial. Es geht nämlich vor allem um die Eurowings Langstrecke am Frankfurter Flughafen. Das ist ein ganz anderes Thema und da geht es dann um touristische Langstreckenziele, also Ferienziele. Und das ab Frankfurt ist zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich nur Condor-Territorium. Schon irgendwo eine recht interessante Vorstellung, sich zu überlegen, dass die Lufthansa Group tatsächlich die Entscheidung treffen könnte, einige Eurowings-Langstreckenflugzeuge am Frankfurter Flughafen neben den eigenen Lufthansa-Langstreckenflugzeugen zu platzieren. Aber wie gesagt, da geht es dann um touristische Langstreckenziele, während die Lufthansa eher für Business-, Geschäftsreiseziele
oder halt eben nicht für Ferienziele zuständig ist. Ein plötzliches und massives Wachstum, genauso wie es jetzt zum Beispiel mit den 77 Flugzeugen war, die Eurowings im Sommer 2018 aus dem Air Berlin Bestand übernommen hat, das wird hier am Frankfurter Flughafen so auf gar keinen Fall passieren und funktionieren und liegt auch sicherlich überhaupt nicht im Interesse der Eurowings. Das würde nur funktionieren, wenn eine andere Fluggesellschaft hier ganz viel Platz machen würde. Das ist dann vorzugsweise natürlich die Lufthansa, also die Mutti, die dann sagen würde, okay, wir nehmen ein paar Flugzeuge aus Frankfurt weg, um Eurowings Langstreckenflugzeuge dahinzustellen. So eine Situation ist aber tatsächlich recht schwer vorstellbar. Für ein, zwei Flugzeuge am Frankfurter Flughafen von der Eurowings für die Langstrecke, das kann ich mir jedoch wieder recht gut vorstellen. An der Nachfrage wird es wohl kaum scheitern. Genug Leute, die in den Urlaub fliegen wollen, die gibt es dort genauso wie auch in München. Und wenn sich die Eurowings Langstrecke jetzt tatsächlich richtig gut am Münchner Flughafen etablieren kann, warum sollte das nicht auch in Frankfurt funktionieren? Frankfurt bietet natürlich wahrscheinlich noch mehr als München auch die nötige Ausstattung. Heißt, Wartung in Form der Lufthansa Technik ist auf jeden Fall vorhanden. Und ohne, dass das jetzt total naiv und doof wirken soll, wenn man dann wirklich das beherzigt, was der Eurowings-Chef Thorsten Dirks da in den Interviews so sagt, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Möglichkeit, dass Eurowings andere Gesellschaften am Frankfurter Flughafen verdrängen könnte, völlig egal, ob es dabei die Lufthansa selbst ist, weil die Billigtochter dann auf einmal Flugzeuge der Lufthansa ersetzen würde, oder ob es dann eine Condor ist. Dafür sind die Gesellschaften, glaube ich, unterschiedlich genug, damit ist auch ihr Kundenstamm unterschiedlich genug und ihr Streckennetz. Und dann tritt sich da niemand auf die Füße und ich glaube, diese Möglichkeit, dass man da jemanden verdrängt, die besteht dann überhaupt nicht. Und mit diesem Gedankengang möchte ich die Frage gerne mal so an euch weitergeben. Glaubt ihr, die Eurowings Langstrecke könnte in Frankfurt eine wirkliche Bedrohung für die dort aktuell stationierten Fluggesellschaften darstellen? Oder aber seht ihr es einfach als kleine zusätzliche Alternative für euren Urlaub, die man sich durchaus mal angucken kann? Wie gesagt, da wird auf keinen Fall so ein plötzliches und massives Wachstum passieren, wie das jetzt nach der Air Berlin Pleite der Fall war. Tja, und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf eure Kommentare zu diesem Thema. Und das war jetzt einfach mal wieder so ein bisschen, ja, alles zusammengesagt, was ich mir zu diesem Interview so gedacht habe und was ich da so, ja, interpretiert habe in die Aussagen von Herrn Thorsten Dirks. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Interview. Wie gesagt, ist unten verlinkt. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.